the Cripple Connection. Oh, meine Damen und Herren, vielen Dank. Herzlich willkommen, Hemmel. Ich sage es nochmal. Wir können froh sein, dass er heute hier ist. Denn Sie haben es gesehen, ich habe ihm wieder freundschaftlich in alter Verbundenheit die linke Hand geschüttelt. Gestern hat er gedacht, Schleimbeutelentzündung. Heute war er beim Arzt. Helmut, ist kein Schleimbeutelentzündung. Was ist es? Ja, es ist ein sogenanntes Impingement-Syndrom. Im was? Impingement. Impingement? Mhm. Ja, ja. Im Arm? Impingement. Ja. Und wie wird das behandelt? Meditation? Misteln? Oder wie? Ach, der hat mir so eine Spritze da reingeschickt. So eine Spritze? Ja, so. In den Arm? Direkt in den Arm rein. Um Gottes Willen. In den Supraspinatus. In den was? Supraspinatus. In den Supraspinatus? Ja, das ist eine Sehne. Ja. Die ist über der Spinatussehne, die Supraspinatus. Und dann macht die Spritze blub, oder wie? Ja. Ich weiß auch nicht. Ja. Impingement, falls Sie das auch haben wollen. Hier haben wir es eingeblendet, ja? Gehen Sie zum Arzt, sagen, ich hätte das gern. Das ist was, ja, das ist was Feines. Haben sehr, sehr wenige, die halbtags arbeiten gehen. Aber Helmut hat es. Ich muss nachher Rudi fragen. Als Golfer ist auch davon betroffen. Meine Damen und Herren, wir haben heute Abend The King of Comedy. Sie haben es gerade gelesen. Bei uns zu Gast. Absolute Top-Besetzung. Wir haben ein Riesenprogramm. Wir haben hammermäßige Themen. Und kurze Frage: Wie heißt nochmal diese Boulevardzeitung mit den vier großen Buchstaben? Ja. Richtig, nein, Zeit. Ja. Die Zeit. Wir haben es gestern schon angekündigt. Heute in der Rubrik Leben in der Zeit. Große Seite unter der Rubrik Ich habe einen Traum. Stefanie Graf, oder wie wir ihre Fans sie nennen, Steffi, sagt, ich habe mich getrennt nach 7 Jahren von meinem Freund Michael Bartels. Das muss man sagen, die weltbeste Tennisspielerin gibt die Trennung in der Zeit bekannt. Schäm dich, Bunte. Ja, stell uns vor. Tuschel, tuschel, tuschel. Tuschel, tuschel, tuschel. Man hat sie in New York gesehen und es scheint so zu sein. Neue große Liebe mit Andre Agassi. Ist das eine Romanze? Es wäre, wenn es so ist, der vierte sehr, sehr wichtige Mann in ihrem Leben. Nach ihrem Vater, ihrem Bruder, nach Michael Bartels. Jetzt der vierte Mann, aber der erste, der sein Geld selber verdient. Mein Gott, wir alle kennen es, Beziehungen gehen auseinander. Und haben Sie auch gelesen, was Michael Bartels noch behalten hat von Steffi? Den Schäferhund. Nicht die Villa in Boca Raton, nicht das Penthouse in New York, den Schäferhund. Irgendwie auch ein bisschen traurig, oder? Komm, Rex. Okay, wo ist die Leine? Gehen wir ein bisschen Agassi. Man hätte es wissen können. Schauen Sie, seit Jahren hat Andre Agassi Steffi Graf geheime Zeichen gegeben. Schauen Sie sich dieses Foto hier an. Sehen Sie, aus seinem T-Shirt, er hat sich ihre Nase drauf gemalt. Sehr einfallsreich, diese jungen Verliebten. Heute Abend ein Mann zu Gast, meine Damen und Herren, vor dem wir uns alle nur verneigen können, die wir in diesem Job herumstümpern und dilettieren. Man muss über ihn nichts mehr sagen, ich sage Ihnen zwei Zahlen. Morgen, 100. Sendung, 7 Tage, 7 Köpfe. Seit 46 Jahren im Showgeschäft. Der erfolgreichste Entertainer, nein, deutscher Zunge kann man nicht sagen, aber der erfolgreichste Entertainer im deutschen Fernsehen. Bei uns heute Abend zu Gast, meine Damen und Herren. Rudi Carrell!
Und dann eine sehr, sehr interessante Frau, die ich fast jeden Tag sehe, denn sie moderiert bei Deutschlands einzigen Nachrichtensender Nummer 1, NTV, die Telebörse. Und sie ist die Frau, die weiß, wie man ans große Geld kommt. Sie hat ein hochinteressantes Buch geschrieben. Und dieses Buch hat den Titel Geld tut Frauen richtig gut. Das muss uns nicht gesagt werden. Oder? Das muss uns nicht. Aber es sind tolle Kapitel drin. Zum Beispiel der richtige Umgang für Frauen mit Geld. Ja, oder was? Ein Kapitel habe ich gut gefallen. In 7 Jahren ist die Frau finanziell unabhängig. Vom Mann natürlich. Ja? Durch eigene Geldanlage. Also ein Buch, das man wirklich nur empfehlen kann. Und ich werde nachher ausführlich mit ihr darüber sprechen, meine Damen und Herren. Die Börsenlady von NTV, Carola Fersel. Geld tut Frauen richtig gut. Natürlich. Und er ist schon ganz aufgeregt, meine Damen und Herren, denn er ist der größte Fan von Rudi Carrell. Mit dabei mein neuer Co-Moderator Horst. Na, Horst! Natürlich. Umso schockierender eine Meldung, die wir heute aus der Agrarwissenschaftlichen Zeitung in Göttingen entnehmen konnten. Stellen Sie sich vor, jeder dritte Bauer bei uns in Deutschland findet keine Frau. Ja, sie sind zu sehr beschäftigt auf dem Hof, sie können nicht auf Brautschau gehen, sie wohnen mit den Eltern, Geschwistern, Tante, Knecht auf dem Hof. Jeder dritte Bauer findet keine Frau. Heißt ja schon die alte Bauernregel, oder? Steigt der Bauer auf sein Schwein, muss er sehr alleine sein. Es gibt jetzt ganz neue Sprichworte. Die einsamsten Bauern haben die dicksten Eier. Das muss alles geändert werden. Ich glaube, auch eine moderne junge Frau, die nach 7 Jahren finanziell unabhängig ist, wenn sie das Buch von Carola Fersel gelesen hat, ja, die kann einfach auch dieses Vokabular bei den Bauern schwer ertragen, oder? Na Schatz, wie war es heute? Oh, Steckrübe, Euter, nachmittags haben wir besamt. Das ist doch ein bisschen anstrengend. Ja? Der häufigste Grund, warum der Jungbauer keine Frau mehr findet, ist halt, die Schwester ist in die Stadt gezogen. Ach, ich sage immer, die Not wäre nicht so groß, wenn die Schafe kochen könnten, oder? Wir haben es wieder. Liebe Bauern. Liebe Bauern, liebe Selbstversorger, das muss nicht sein. Ihr sollt euch nicht so ganz alleine fühlen. Wir schenken euch einen Werbespot, mit dem ihr eure Einsamkeit vielleicht ein bisschen lindern oder sogar beheben könnt. Versaute Dinge aus deiner näheren Umgebung verabreden sich hier auf der Line. 090 um 6 mal die 4. Rasierte Girlies aus Niedersachsen zeigen an. Total versaut. Und auch SM. 190 und 6 mal die 4. 190 und 6 mal die 4. Ruf an, du Sau. Eine wichtige Nachricht. Eine wirklich sehr, sehr wichtige Nachricht für alle, die auf Jobsuche sind. Personalchefs entscheiden sehr häufig, viel häufiger als man geglaubt hat, mit der Nase. Das heißt, sie bevorzugen bei Männern einen herberen Rasierwasserduft. Ja? Auch bei Frauen mit Sprays strahlt mehr Kompetenz, mehr Führungsqualität aus. Personalchefs bevorzugen einen herberen Duft. Das ist der Grund, warum so viele Schwule kellnern. Immer mehr Personalchefs sitzen drin und wenn es läuft, sagen, okay, come in and find out. Ja. Und hätten sie das gedacht, und jetzt schäme ich mich schon wieder, dass ich im Westen geboren bin. Ich schäme mich an dieser Stelle, dass ich ein Wessi bin. Jeder fünfte Wessi
wünscht sich die Mauer zurück. Ist es denn zu glauben? Umfrage, Forsa-Institut für den Stern, ja? Allerdings auch 14% der Ossis wünschen sich die Mauer zurück. Ja, glaubt man's denn? Gerade sind wir voll am Versöhnen und Zusammenwachsen und jetzt sowas. Gut, im Grunde, es ist keine so schlechte Idee. Nein, lass mich, Moment, Moment. Nein, nein. Wer ist aus den neuen Ländern hier? Gäste aus den neuen Ländern heute hier? Ja. Ja, woher? Dessau. Aus Dessau, in Sachsen. Sachsen-Anhalt. Also, ich finde wirklich, also, wenn wir die Mauer wieder bauen würden, ja, mal theoretisch, es hätte für uns den großen Vorteil, wir wären nicht nur die Ossis los, sondern auch die Bundesregierung. Das muss ich sagen, auch 14% der Ossis wollen die Mauer wieder haben. Und zwar die, die in den Westen gezogen sind. Ja. Ich sage es nochmal. Ja. Es ist allerdings eine Minderheit, kann man ja beruhigterweise sagen. Es läuft wirklich gut. 6 Billionen hat die Einheit schon gekostet. 6 Billionen. Ich frage mich, was ist mit der anderen Hälfte von meinem Soli-Zuschlag passiert? Ja. Aber ich sage die Zahlen noch mal ganz genau, damit wirklich keine Missverständnisse auskommen. Ja. 20% der Wessis wollen die Mauer wieder haben und der Rest will einen tiefen Graben. Ja, aber jetzt, meine Damen und Herren, liebe Kinder, ist es soweit. Schluss mit Scherz und Schabernack. Jetzt wird etwas gelernt. Neuer Buchstabe aus dem Alphabet mit unseren beiden Lieblingen Bimmel und Bommel. Bist du da? Bommel! Bommel! Wo steckst du? Komm raus! Ohne dich kann ich nicht anfangen. Du weißt doch, wie wichtig du für die Sendung bist. Ich verspreche dir auch, dass wir zuerst das gute A machen. Oh, Bommel, das finde ich so toll, dein Vorschlag. Ich dachte schon, den machst du nie. Haha, ich drehe mich schon mal um. Aber Bommel, du weißt doch, zuerst müssen wir den Kindern einen neuen Buchstaben zeigen. Aber du hast doch gesagt. Ich habe dich angelogen. Bin gleich wieder da. Er hat mich angelogen. Er hat gewusst, dass ich sofort komme, wenn er den Vorschlag zum Ficken macht. Oh Gott, das ist so entwürdigend. Das ist ein T! Ja, ganz tolle Wörter fangen mit T an. Zum Beispiel Tellermine, Titten, Todeszelle, Turnbeutel, Trümmertunte, Trinkerheilanstalt, Terroranschlag und Totaloperation. Hui, das sind ja schöne T-Wörter. Was? Ich weiß aber noch was mit T. Tut mir leid, Bommel. Wirklich. Aha, und wie willst du das wieder gut machen? Hä? Naja. Hä? Ich höre. Ich dachte vielleicht mit dem guten A. Ja, ich dreh mich schon mal um. Jawohl. Ja. Hups, das gute A. Das gute A. Das gute A. Das gute A. Ich habe gleich was sehr Interessantes für Sie, meine Damen und Herren. Der neue IKEA-Katalog ist da. Mir lässt allerdings die Erkrankung von Helmut keine Ruhe. Und wir haben ja hier den Pschirembel, das große klinische Wörterbuch. Wie heißt das, Helmut, was du hast? Impingement. IMP. IMP. Aber sie die EFGHI. Aber sie die GHI. EIMP. ILMN. Hier ist es. Impingement-Syndrom, Englisch. Impingement, Zusammenstoß-Einwirkung. Schauen Sie, das hat Helmut. Ist so faszinierend zu sehen, oder? Hier, Impingement-Syndrom.
Funktionsbeeinträchtigung des Schultergelenks durch chronische Überlastung bei Tennis- und Golfspielern sowie Schwimmern und Werfern. Ursache: zunehmende Einklemmung. Aha, das hast du erzählt, ja? Der Supraspinatus-Sehne zwischen Tuberculum majus und Schulterdach. Therapie: offene. Oder arthroskopische. Was? Arthroskopische subakromiale Dekompression. Vergleiche Periarthropathia humeroscapula. Was ist denn subakromial? Weißt du das? Subkutal ist unter der Haut. Ja, aber subakro? Subakro, das ist wahrscheinlich irgendwie doch Schienen. Was war denn in der Spritze drin, die du gekriegt hast? Es war ein Cocktail, ich weiß auch nicht, was das ja? Ich habe mich genau nachgefragt. Und wie hast du hinterher aufgehört zu schmerzen? Ja, es wurde ein bisschen besser. Ja, aber nicht weg? Nee, ist immer noch da. Aber stell dir vor, du hast Impetico contagiosa auf der Seite nebenan. Hier. Schau mal das hier, das ist ganz hart, oder? Impetigo contagiosa. Impetigo contagiosa. Blasenbilde Pyodermien. Grindflecht. Häufige Hautinfektion bei Kindern durch beta-hämolysierende Streptokokken. Streptokokken. Vorsicht, auf dem Oktoberfest. Ja. So eine Spritze. Es dauert lange, Helmut. Durch Golf, Tennis und Werfen. Da habe ich nur einmal gespielt. Ja, können wir Rudi Carell fragen, ist ja ein alter Golfer, ja, ob er das auch hat, im Impingement-Syndrom. Also, jetzt wissen Sie, was Helmut. Der neue IKEA-Katalog ist wieder voll von sensationellen Möbeln. Allerdings sind auch ein paar Sachen drin, die wir nicht so ganz begriffen haben, die uns gewundert haben. Zum Beispiel unter der Überschrift Leben mit Goethe und Joystick. Das Anbausystem Bonde. Und zwar, gucken Sie mal hier. Also, das ist ein Sofa, wie man sagt, wieso muss ich dafür zu Ikea? Das haben wir doch zu Hause. Ja. Drei Kinder, zwei Jungs, ein Mädchen liegt da hier, so ein bisschen in der Ritze vom Heft. Ja, wie die Schwiegermutter im Ehebett auf Besuch. Und die Kinder spielen Videospiele. Und 1899 Mark, eine Schublade, da kann man nichts sagen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Schauen Sie, IKEA, der Kulturversand, IKEA sagt nicht nur Joystick, sondern auch Lesen in die Bücher. Und das Super ist, IKEA hat die Bücher schon mal in das Regal reingestellt. Für uns. Ja? Schauen Sie hier. Hier Bücher 1 in das Regal. Wir merken uns das Buch Kitchens. Küchen und ein Teil der Bücher nach links geklappt, ein Bücherteil nach rechts geklappt. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in Regal. Und gehen mal in diese Fach dahin. Und was sehen wir da? Kitchens. Ich habe mal Idee. Sag mal, wie ist denn das passiert? Ha? Habt ihr nur die Bücher fotografiert und reingeklebt? Oder? Habt ihr irgendwie dressierte Elche, die Bücher genau wieder so hinstellen? Hat uns sehr gewundert, weil da können die Kinder leichter mal dumm werden, wenn sie immer nur die gleichen Bücher lesen. Aber ganz, ganz, ganz toll. Ehe, Romantik, wieder schwer im Trend. Und ich sage es immer, das Wichtigste ist eine schöne Küche. Ja, wo man kocht für Freunde und so weiter. Und häufig ist ja so, dass wenn man Party hat, Gäste, die Frauen sind noch mal zu zweit auf dem Klo oder was weiß ich. Oder sind noch unten, weil das Bier alle ist und tragen ein paar Kisten hoch. Und? Wie ist es? Und dann stellt man als frisch verheirateter Ehemann fest, eigentlich bin ich doch schwul. Ja. Ich meine, dass wir uns richtig verstehen, Sie wissen ja mit Anwälten und so weiter, ich habe jetzt nicht gesagt, das hier ist eine Schwulenküche oder die beiden sind schwul. Nein, es kann, das sind zwei Ehemänner, die auf ihre Frauen warten und sie gucken sich mal den Katalog an. Er lehnt sich hier
Die Arbeitsplatte, das wissen Sie ja bei IKEA, die gibt es extra. Das merken Sie, wenn Sie verkaufen, vergessen, eine mitzunehmen. Und der Topf fällt dann durch bis zum Fußboden. Ja. Die Arbeitsplatte heißt Prägel. Prägel. Und was sehr viele interessieren wird, ist die Mischbatterie. Zeig doch mal bitte die hier. Das ist was ganz Praktisches. Die Mischbatterie. Das ist was ganz Feines. Und die ist nicht teuer. Die Mischbatterie heißt Sunsfick. Mischbatterie Sunsfick und Arbeitsplatte Prägel. Die werde ich mir nächste Woche kaufen, weil ich habe schon den Sessel Gutfick. Ja, und also da, mit so einem Ausrüstung, da sagt man sich überhaupt, müssen die Frauen denn nochmal zurückkommen, sollen sie lieber das Buch von Carola Fersel lesen. In 7 Jahren unabhängig. Jetzt haben wir ein Bild für Sie zum Raten. Schauen Sie, das ist ein Bild, wie man es leider viel zu selten sieht. Eine intakte Familie, der Vater am Schreibtisch, die Tochter liest. Und Sie sehen hier, wichtig ist es, immer 2 IKEA-Kissen auf den Fußboden legen. Sonst bricht sich das Kind leicht den Schädel beim Runterfallen vom Schreibtisch. Ja. Frage. 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 Wer sitzt denn hier am Tisch? Viele sagen, tja, das ist doch Johannes B. Kerner, oder? Der radiert im Vertrag von Beckmann. Nein, die Füße gehören zum Kind, das können wir ruhig noch mal zeigen. Ja, so lesen einfach Kinder. Ganz normal, vor allem in kleinen Einraumwohnungen. Heißt, leg die Füße an die Wand hoch, weil Papa will Tischtennis spielen. So. Dann haben wir so, nein, das ist vielleicht doch nicht JBK, das ist vielleicht ein Lehrer. Das könnte sein, ein junger, netter Bio- und Sportlehrer, der gerade Arbeiten korrigiert. Aber dann haben wir die Uhr gesehen. 10 Minuten vor 14 Uhr und da arbeitet natürlich kein Lehrer mehr. Ja? Also. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mein Lieblingsbild, das neue Schlafzimmer, hat gar keinen Namen. Besteht aus den Elementen Oslo, Goras und Hol. Auch hier, liebe IKEA, haben wir einiges nicht verstanden. Schau mal, der Mann. Der Mann ist ein Schwede, ein Däne, ein Deutscher, ein Franzose, was auch immer. Er ist ein Mitteleuropäer. Okay, schauen wir nebenan die Frau an. Eine wunderschöne Frau. Ich würde sagen, aus dem asiatischen Teil unserer schönen Welt. Schauen wir bitte das Mädchen an. Nein, nicht das, sondern das, das daneben steht. So. Komisch. Also. Dieses Bild zeigt 2 Sozialarbeiter beim Frühstück um 14 Uhr. Aber wir verstehen nicht, wie kommen die Kinder? Also das ist doch, wenn ein Zentraleuropäer und eine Asiatin sich ganz doll lieb haben, dann ist doch das Kind eine Eurasierin. Und das sind wahnsinnig schöne Menschen. Auch dieses Mädchen ist wahnsinnig schön. Aber wir würden es doch eher dem afrikanischen Kulturraum zuordnen. Frage ist jetzt, ist da was schiefgelaufen? Oder sind es die Kinder aus der ersten Ehe des Mannes? Denn die Frau, und das steht eindeutig im IKEA-Katalog, schauen Sie, die Frau ist neu. Ja? Ja. Schöner Katalog, IKEA. Aber manches haben wir nicht verstanden. Jetzt, meine Damen und Herren, ist es soweit, ein Mann, der uns einmal im Jahr besucht und ist. Er ist der King of Comedy. Er scheut nicht mit seinen Urteilen zurück. Er ist seit 46 Jahren im Geschäft. Er hat alles gemacht, was wir mit dem Fernsehen gemacht haben. Er hat alle Preise gewonnen. Und wo er hinlangt, dort blüht der Erfolg. Morgen zum 100. Mal 7 Tage, 7 Köpfe. Heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Rudi Carrell.
Okay, genug, 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 genug. Genug. Genug, genug. Haschisch, Marihuana, Kokain. Unser Holländer. Jetzt bin ich echt überrascht, Rudi. Wir haben mich wahnsinnig gefreut, dass du wieder mal bei uns bist. Du warst immer hier, auch in anderen Sendungen schon von mir, immer Gags am Laufen. Noch nie mit Koffer. Ist es eine, musst du gleich wieder weg oder was heißt das? Nee, ich möchte mal eben zeigen, der Koffer steht schon vast unter Denkmalschutz. Ich bin in Dezember 65, vielleicht dass jemand auf die Idee kommt, ich kann doch noch was gebrauchen. Ja? 65 werde ich in Dezember. Nee. 65 Jahre. Ich meine, ich habe zwei Hörgeräte. Bitte? Ja. Ich trage auch eine Brille. Ja. Und nehme jeden Abend eine Viagra-Pille. Ist das wirklich wahr? Ja, damit ich nachts nicht aus dem Bett rolle. Ich hab den Koffer mitgebracht, weil... wenn ich in Shows komme, dann bin ich immer eine Ausnahme. Ich brauche nie was zu verkaufen. Richtig. Ich habe noch nie eine neue CD dabei oder ein neues Buch oder so oder einen neuen Film. Letztes Mal bei dir ist keine Werbung. Wir sieben Tage, sieben Köpfe. Mehr Zuschauer können wir einfach nicht haben. Richtig. Und dann habe ich gedacht, ich nehme auch mal was mit zu verkaufen. Zum Beispiel, wir sind wegen der 100. Sendung, seht ihr jetzt im Internet. Ich habe auch mal eben hier die Untertitel gleich mitgebracht, dass Sie das wissen. www.7tage7köpfe.de. Das WWW steht für Wohnwagenwitze. So, muss ich zeigen, weil ich habe einen super Redakteur, Burkhard Bergemann, und der hat sich Mühe gemacht wegen einem Buch zur 100. Sendung. Das Beste aus 7 Tage, 7 Köpfe. Und es ist ein wunderbares Buch geworden. Und zum ersten Mal halte ich auch mal was hoch, so richtig, gerne. Was man kaufen kann. Ja, das ist schön. Das ist das Team mit drauf. Jochen Busse, Gabi Köster. Hat auch Premiere am Freitag vor euch. Mit Ritas Welt? Ja. Hast du schon was gesehen? Und dann bin ich natürlich ganz stolz. Ich habe auch noch ein Autogramm von Horst bekommen. Ja, Rudi, ich sagte gerade, hast du schon was gesehen von Ritas Welt? Ja, ich habe die Pilotsendung gesehen. Und das wird ein Erfolg, oder? Ich fand das sehr gut. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es direkt vor 7 Tage, 7 Köpfe läuft. Ich habe auch RTL gebeten, das nicht zu tun, aber das geht wahrscheinlich nicht anders. Ich finde es nicht gut, weil Gabi ist sehr präsent. Ja. Sie ist auch in Ritas Welt, ist sie Gabi, so wie sie immer ist. Ja. Und dann finde ich das ein bisschen viel hintereinander. Ich finde das ein bisschen schade. Ach so. Ja. Aber dahinter kommt ja eine neue Show morgen. Auch, das heißt irgendwie Rudis witzige Wochenshow. Nein, eine etwas ganz Neues. Nachrichten. Man macht so etwas wie die Wochenshow und ich früher bei Rudis Tagesshow. Also brauchen wir nicht erschrecken, das ist schon was wir kennen. Vom Format her. Ich habe damit nichts zu tun. Damit hast du nichts zu tun. Du machst ja wahnsinnig viel, du siehst alles. Du hast uns immer ein bisschen freundschaftlich kritisiert, hast gesagt, ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr Wärme rein, ein bisschen menschlicher werden, ein paar Tiere dazu und so. Nicht nur bei dir. Ich meine, wenn ich die neue Karl Dahl-Show sehe im Fernsehen, dann muss ich jeden Abend meine Bildschirm schon in die Reinigung geben. Wirklich wahr? Ja. Ist das so? Das kann alles ein bisschen wärmer sein. Ne? Und so. Mehr mit Herz. Aber ich muss sagen, heute Abend ist deine Sendung sensationell. Wirklich wahr? Ja. Sagst du ehrlich? Diese Mauergags fand ich super. Ich hatte Angst von, Vorsicht mit der Mauer. Das war super Witze. Das, was sie mit der Ikea gemacht hat, das ist fast 10 Minuten. Klasse. Ja. Nee. Ich danke dir ins Geld. Ja, ist gut. Ja. Siehst du denn, siehst du denn meine Show noch ab und zu mal abends? Nee, wir haben eine neue Leiterin im Altersheim, die macht den Fernseher um 22 Uhr aus. Ja, leider. Jetzt haben wir. Du hast alles gemacht. Du hast jeder, der irgendwie 40 ist und jünger, ist mit dir aufgewachsen im Fernsehen. Die ganzen Shows kennt alle. Jetzt, du bist ja auch Produzent von 7 Tage, 7 Köpfe. Jetzt machst du was völlig Neues. Internet-Show. Ja? Man behauptet, es gibt nichts Neues. Und dann habe ich gesagt, natürlich, was braucht ihr? Dann sagen wir wollen eine Show haben für ein bisschen junges, männliches Publikum. Nou, dann brauche ich nur bei meinem Sohn reinzuschauen. Der sitzt am Internet und 5 Freunde sind dahinter. Ja? Dann habe ich gesagt, Internet. Und ich habe eine wunderbare Unterhaltungssendung um das Internet herum gemacht. Auch mit Wärme, auch mit Humor. Das ist eine super Sendung geworden. Ja? Nur das ist jetzt in die Zuschauerforschung.
Ja, früher haben wir eine Show gekauft, Herzblatt oder am laufenden Band. Oder, nee, das geht jetzt in die Zuschauerforschung. Und die müssen sagen, gefällt uns. Und die müssen dann. Wirklich, wahr? Ja. Entschuldigung, das hast du doch nicht mehr nötig, oder? Das ist ja mal schade, weil für mich. Wenn man so lange sich mit Comedy beschäftigt und man findet im Internet plötzlich alles, was es gegeben hat, nochmal, dann kann man wieder von vorne anfangen. Ja. Also ich mache Gags, ich habe gechattet mit Prince Charles schon in der Show, ich habe Homebanking mit Mikes Konto gemacht. Und einmal habe ich eine wunderbare Nummer mit Mike gemacht, habe ich extra ein Band mitgebracht, schau da mal rein, mit einem Cursor. Mickey Mouse wurde diese Woche 70. Ja, aber die wichtigere Maus heutzutage ist die Computermaus oder Cursor. Ja. Und ich habe was gebastelt und jetzt kann ich mit meinem Cursor kann ich in das Fernsehprogramm hineingehen. Dann kann ich mal Mike haben eben. So, das ist Mike. Ja, so, und hier sehen Sie meinen Cursor. Ja. So, da, rechts von Mike da. Ja, jetzt kann ich auch zum Beispiel an sein Ohr gehen, ja, und seine Ohren bewegen. Ja, ja, so. Jetzt gehe ich zum Beispiel mal in seine Nase rein, ja, da rein, ja. Oh, das ist aber groß hier. Hallo. Eine richtige Tropfsteinhöhle ist das. Ja, jetzt gehe ich wieder raus, ja, so. Und jetzt suchen wir mal ein bisschen, ja. Und was sehe ich da? Da sehe ich ein Glas. Das will ich noch mal eben anklicken, ja. Und jetzt klick. Du produzierst die Show, ja? Du bist nicht selber moderieren? Nein. Ich habe das gemacht mit Sabrina Staubitz. Ja? Hervorragend. Und Dieter Nuhr als Stand-up-Comedian. Ja? Klasse. Und in jeder Show kommt ein Prominenter, der seine Homepage vorstellt. Der Pilot war Mike Krüger. Ja. Auch klasse. Und so. Also ich habe noch was Neues entdeckt. Aber darüber rede ich nicht. Ich glaube, ich habe in Amerika noch etwas entdeckt, was für Europa total neu ist. Was auch wunderbar in diese Sendung passt. Aber das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Als Element in diese Sendung rein. Ja. Ja. Morgen habt ihr 100. 7 Tage, 7 Köpfe mit einem grandiosen Stargast. Ja, Jürgen von der Lippe kommt. Finde ich toll. Und es ist natürlich schon erstaunlich. 100. Du hörst die Leute lachen, weil ihr hattet ja mal früher so kleinere, man kann nicht sagen Auseinandersetzungen, aber so ein bisschen gekabbelt. Nee, nicht mehr. Nie. Ich hatte Jürgen einmal in der Rudi Starke Show. Ja. Und das war einer der angenehmsten Kollegen, den ich je hatte. Wunderbar zusammengearbeitet. Ich habe kein Problem mit ihm und er nicht mit mir. Aber ich freue mich, dass er da ist. Und ja, wir müssen natürlich immer wieder auch wieder andere neue Talente ausprobieren. Denn durch 7 Tage, 7 Köpfe sind bekannt geworden: Gabi Köster, Piet Klocke, Kalle Pohl und. Es macht mir mod Spaß, neue Talente zu entdecken. Ich habe heute wieder ein Video bekommen von jemandem, den noch niemand kennt und so. Ja. Und ich war sicher, er kommt demnächst. Da auch wieder rein, weil es muss immer wieder neue Gesichter geben. Also das ist was ganz Wichtiges. Man kann, wenn man ein junger Comedian ist und das Gefühl hat, ich kann was, ich kann lustig sein, kann man dir ein Video schicken, du guckst alles an? Ja, ich gucke alles an, natürlich. Und wir haben auch noch eine Comedy-Schule, wo wir auch versuchen, neue Talente zu entdecken und so. Und das ist wahnsinnig wichtig. Nur, sie müssen gut begleitet werden natürlich. Nicht alles, was Comedy ist, ist gleich gut. Es fehlt an guten Regisseuren, Redakteuren und so weiter. Und da geht auch manchmal was in die Hose. Außerdem, wenn etwas erfolgreich ist, wird es manchmal zu Tode wiederholt. Ja. Wie die Wochenshow, die wird zu Tode wiederholt einfach. Das geht einfach nicht. Stefan Raab, TV Total, ich bin ein totaler Fan von der Sendung, finde das prima. Wenn das 10-mal im Jahr läuft, aber dann kommen die Wiederholungen und jetzt laufen die Wiederholungen, die Höhepunkte aus den Wiederholungen. Ja. Und dann geht die Masche schnell zu Ende natürlich. Das heißt, du hast gerade gesagt, Regisseure, Redakteure, bist du so erfolgreich geworden, weil du immer auf die Redakteure gehört hast? In deiner Karriere? Ich habe jetzt einen Redakteur, der dafür gesorgt hat, dass ich nicht der reichste Mann auf dem Friedhof geworden bin. Der nimmt mir die Arbeit ab. Aber ich habe wohl Probleme damit gehabt. Und ich führe auch ab und zu Regie, weil ich manchmal, statt mich zu ärgern über die Regie, dann sage ich, dann mache ich es lieber selber. Ja. Ja. Jetzt hast du gehört, Helmut hat diesen Impingement-Syndrom von Golf. Und du bist ein leidenschaftlicher Golfer, hast den ganzen Sommer gegolft. Hast du auch da schon mal Probleme gehabt? Hier? Nee, noch nie. Mit der Sehne nie irgendwas gemerkt? Nee. Du würdest eher sagen, Golf entspannt, macht fit? Ja, ich spiele noch Golf im Sommer und spiele Golf von Sylt bis Berchtesgaden. Ja. Und das macht so einen Spaß einfach. Aber diese prominenten Turniere, also, da trifft man 50 bekannten Sportler und so weiter. Man abends Gaudi bis nachts 4,
muss man um 9 Golf spielen, beschissen natürlich, aber das macht nichts, man hat Spaß. Das ist für mich das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Und du wirkst erholt. Du denkst überhaupt nicht ans Aufhören? Frag das liebe Johannes Hesters. Ja. Ja, der hört ja. Es ist, glaube ich, wie alt, 95 oder was, und feiert Triumphe in Düsseldorf jeden Abend auf der Bühne. Jede Frau hat ein süßes Geheimnis. Jetzt nehme ich an, wie bereitest du dich morgen auf so einen Tag vor? Früh ins Bett heute? Noch einen Tee zu Hause? Oder, Nee. Wir haben gute Gags diese Woche natürlich. Die Landtagswahlen ein gutes Thema. Dann, ja. Nadel ist immer noch ein Thema. Piep und Schröder, die Kombimaske. Vergesse ich auch ein bisschen? IAA, die Automobilausstellung. Ja. Autos ist immer gut. Ja. Ja, wir haben gute Themen und so. Und wir überlegen uns wirklich die Gags im Voraus natürlich. Wenn das spontan gehen würde, ja, dann ist es keine gute Show. Das muss gut vorbereitet sein. Jeder ist kreativ, jeder kommt bei der Sitzung mit Ideen. Ja. Jochen legt die Reihenfolge fest und so. Und dann ist noch Raum genug für Spontanität natürlich. Ja. Aber klar, ist bei uns ja auch so, das Gerüst muss stehen. Und das ist dein großer Schüler Kurt Felix. Sagt es bei jedem Interview. Rudi Carrell hat gesagt, um etwas aus dem Ärmel zu schütteln, muss ich vorher was reingegeben haben. Rudi. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Rudi Carrell. Geld tut Frauen richtig gut. Wer wüsste das besser als ich, wie wahr dieser Satz ist, meine Damen und Herren. Und ich freue mich, dass ich die Autorin dieses Buches heute Abend begrüßen kann. Bin seit langem ein Fan von ihr. Und jeden Tag sagt sie mir in ihrer charmanten Art, warum sich mein Geld auf der Börse heute wieder halbiert hat. Herzlich willkommen, Carola Ferssl. Ich darf noch mal ganz herzlich gratulieren zur Hochzeit vor 3 Wochen. Ja, das ist ja noch in dem Rahmen, wo man noch gratulieren darf, ne? Ja, nach 3 Wochen. Ja? Ganz, nein, nach 2 Jahren wäre es ein bisschen dann verspätet. Was mit 3 Wochen, das geht noch. Einige lassen sich nach 4 Wochen schon wieder scheiden. Also wir haben noch nicht drüber gesprochen, noch nicht mal über Scheidung. Und dieses Buch ist, das tut zur Not. Ich kann es wirklich sagen, kaufen Sie es, weil es sind so viele Kapitel drin, von denen ich wünschte, dass sie mehr bekannt wären. Ja, ganz kurz noch, die Börse heute, würde man sagen, seitwärts. Ist es böse nach unten? Gekracht eigentlich in allen Bereichen? Ja? Wird es wieder besser oder müssen wir Angst haben? Es wird wieder besser. Ja? Wir müssen nicht allzu viel Angst haben. Ja? Also, das ist ja, man sagt ja, das ist ja das Schöne, ihr sagt ja nie, um Gottes Willen, alles im Arsch, sondern Seitwärtstendenz, ja? Oder eher ruhig, also sie sind ja auch so schön umschrieben, diese Begriffe. Und heute, können wir sagen, können wir ruhig schlafen, wir lesen dieses Buch. Zusammen mit Bodo Schäfer übrigens, ja? Ganz genau. Warum haben Sie nicht ganz alleine geschrieben? Ja, ich habe eigentlich am Anfang gar nicht gedacht, dass es überhaupt ein Buch für Frauen geben müsste. Das war letztendlich Herr Schäfer. Hast du mich gefragt? Ja, ja. Ach so, ja. Bodo Schäfer, der ja nun also schon in seinen Seminaren auch mit unheimlich vielen Leuten zusammenkommt, der sagte mir irgendwann, Frauen brauchen ein extra Buch. Da habe ich zu ihm gesagt, das ist ja Blödsinn, Frauen machen genau das Gleiche wie Männer, die sind an der Börse genauso wie Männer, die sind genauso erfolgreich wie Männer an der Börse und halbieren eben auch mal genauso ihr Geld wie Männer. Aber wir haben dann auch wirklich Umfragen gemacht und haben gesehen, Frauen wollen offensichtlich ein eigenes Buch, wo sie angesprochen werden, wo es auch ein bisschen eben in diese weibliche Sicht hineingeht. Alles, was mit Geld zusammenhängt, eben auch Scheidung, Erbschaft, all das. Das sind die Themen. Und ich sage gerade zum Beispiel Erbschaft, habe ich als erstes auf. Und es steht hier, mit der Trauer leben, ist die Überschrift. Viele Frauen sind ja vom Schmerz so zerfressen, dass sie gar nicht mehr fragen, wo ist denn mein Erbe? Ja? Und ja, das hat man sehr häufig. Und der erste Satz hier ist, wenn wir erben, setzt das voraus, dass jemand gestorben ist. Ja? Das heißt, im ersten Schmerz Sie empfehlen, und das ist wichtig, dass man eigentlich zum Beispiel mit den Eltern, die vererben, rechtzeitig darüber spricht, es gibt Möglichkeiten, die Erbschaftssteuer eigentlich zu umgehen. Naja, es gibt zumindest einige Möglichkeiten, die man mal durchdenken sollte. Und zum Beispiel mit warmen Händen geben, das ist ja immer so ein schöner Satz, hat meine Oma mir auch schon gesagt, sie gibt lieber mit warmen Händen. Sagt sie es oder tut sie es? Sie tut's. Sie tut's. Aber reagieren dann nicht viele ältere Menschen sehr irritiert, wenn man sagt, lass uns mal über etwas reden,
wie sieht's aus mit dem Erbe? Ich meine, ja, da sind doch viele Ältere, die schreien und ihr könnt sie mir warten, bis sie mich raustragen, ich enterbe euch und so, die Grab soll aus dem Hand, die Hand aus dem Grab faulen und so weiter. Also. Genau, das ist ja der Grund. Man sollte eigentlich drüber sprechen und eben nicht so von hinten herum, wie sieht's aus mit dem Erbe und schnell mal auf die Kontoauszüge luken, sondern wirklich darüber sprechen. Also ich meine, jeder normale Mensch setzt sich damit auseinander und gerade da, wo auch wirklich viel zu erben ist, da spricht man, glaube ich, auch drüber. Das heißt, man kann also zum Beispiel Kindern bis zu 400.000 Mark alle 10 Jahre schon vorab geben. Das heißt, dann könnten Kinder theoretisch mit 18 Jahren schon 800.000 Mark haben. Sagen dann natürlich, wozu soll ich noch arbeiten gehen? Oder? Ist es nicht auch natürlich eine pädagogische Gefahr, oder? Ja, aber die können dann auch das Buch lesen, die lernen dann dort vielleicht, wie man sein Geld erfolgreich anlegt. Das muss man auch sagen, das fragen Sie auch in Kapitel. Wie bringt man Kinder den Umgang mit Geld bei? Das hier hat mir sehr gut gefallen, dieser Satz. Sag hier, hier schreit eine Frau, Hilfe, ich habe mehr als er. Wann und wo und wie häufig wird das gebraucht? Also wenn Frauen plötzlich feststellen, Liz Taylor zum Beispiel, der gerade war Maurer, ja, empfehlen Sie dann auch, dass Frauen den Mann im umgekehrten Fall auch versorgen sollen? Das kommt immer darauf an, natürlich. Also das muss jede Frau auch für sich selber entscheiden, muss man auch in einer Beziehung selber entscheiden. Aber es ist das, worum es hier geht, ist tatsächlich der Fall, wenn man plötzlich beispielsweise geerbt hat und feststellt, jetzt habe ich da doch vielleicht etwas größere Summen und ich bin jetzt sozusagen hier der Herr im Haus, denn ich verwalte das Geld, ich bin Finanzminister und Männer fühlen sich da schnell auch zurückgesetzt. Ja, Sie empfehlen einen Geldtag. Einmal im Monat soll der Mann seiner Frau erzählen, wie viel er verdient und was er damit macht. Empfehlen Sie? Umgekehrt natürlich genauso. Umgekehrt natürlich genauso. Dann hört man wieder einen Satz, du hörst ja gar nicht zu. Ja? Also, funktioniert das in der Ehe? Geldtag? Schatz, heute ist Geldtag. Also ich habe eigentlich wirklich gedacht, das wäre Normalität heutzutage, dass Frauen arbeiten, Männer arbeiten, dass man auch darüber spricht, ich habe da eine Gehaltserhöhung gekriegt und wie findest du das, ist das genug oder sollte ich noch mehr fordern? Aber es ist offensichtlich nicht der Fall, dass man Nein, in der Beziehung nicht. So über Geld spricht. Ja, warum nicht? Ich glaube, es tötet die Romantik. Schauen Sie, ich würde sagen, Schatz, komm, Geld und du weißt, das gibt's auf der Bank und ja, aber und dann sollten eine schöne Flasche Sie das Buch lesen, ja. Wirklich bitte? Ausführlich. Aber Geld. Hier schreiben Sie zum Beispiel, wenn Sie mit dem Partner die Zukunft in wunderbaren Farben malen. Dann sollten Sie auch über die Finanzierung Ihres Traums sprechen. Solche Dinge können Sie am besten besprechen, wenn Sie so richtig verliebt sind. Und das glaube ich zum Beispiel nicht. Schön, so Romantik. Man sagt, die Frau lädt einen zum Essen ein, sie zahlt ein tolles Hotel und so weiter. Und dann sollte man irgendwie sagen, übrigens, Schatz, unterschreib mal hier. Das ist doch wirklich, also, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Es wird natürlich dann problematisch, wenn man schon im Clinch ist, denn dann lässt sich auch nichts mehr regeln. Im Clinch meinen Sie, wenn es schon zu ersten körperlichen Kontakten gibt? Ja. Sie haben geheiratet jetzt? Haben Sie einen Ehevertrag? Ja. Und war das ein großes Thema, die Inhalte zu regeln, oder waren Sie sich sofort einig? Wir waren uns eigentlich relativ schnell einig. Das heißt, Gütertrennung? Mhm. Was gibt es noch? Zugewinngemeinschaft? Ja, genau. Ja. Was heißt das eigentlich, Zugewinngemeinschaft? Naja, der Unterschied ist, bei Gütertrennung behält wirklich jeder alles. Bei Zugewinngemeinschaft ist dann das, was man ab dem Tag der Heirat gemeinsam dann zugewinnt, sprich die tollen Börsengewinne, die man beispielsweise hat, das müsste man dann im Falle einer Scheidung teilen. Die werden geteilt. Ganz kurz, 7 Jahre, das hat mich unglaublich fasziniert. In 7 Jahren kann es eine Frau schaffen, finanziell unabhängig zu sein. Können Sie es? Ein Mann auch. Ein Mann auch. Ja, aber es ist ja natürlich ein Buch, es heißt ja, Geld tut, kriegen Sie ja nicht Ärger mit so einem Titel, ich finde ihn großartig, aber Geld tut Frauen richtig gut, dass er aus der Frauenbewegungsecke heißt, jetzt werden Frauen schon wieder in diese Richtung gedrängt? Nee. Überhaupt nicht. Ich finde, das ist die Wahrheit und so kann man es auch sagen, oder? Ja, und können Sie 3 Tipps sagen für 7 Jahre unabhängig? Naja, meine Tipps sind natürlich die aus meiner Ecke. Eben, ich sage allen, ob nun Männlein oder Weiblein, geht mit eurem Geld an die Börse und da könnt ihr am meisten draus machen. Also keiner soll erwarten, da wirklich gleich in 3 Tagen Millionär zu werden. Aber in 7 Jahren kann man an der Börse schon einiges schaffen. Und dann, wenn es gut läuft. Es gibt natürlich auch 7 magere Jahre. Die muss man rauskriegen, welche das gerade waren. Ja, das ist die Schwierigkeit. Und dann vielleicht auch bei IKEA einkaufen. Das ist auch noch ein Tipp. Dann kann man nämlich den Rest sparen. Bei IKEA sparen? Das ist, glaube ich, ein anderes Buch, mit dem Sie das nochmal erklären, wie das geht. Ja. Ich sage es nochmal. Geld tut Frauen richtig gut. Carola V.
Ferssel und Bodo Schäfer. Ihre Sendung, das haben wir noch ganz kurz, auf NTV jeden Abend um 19.15 Uhr. 22.15 Uhr. Ist dieselbe Sendung, die nochmal wiederholt wird? Nein, echt Wahnsinn. Zweimal, immer wieder reingucken, immer wieder nachher frisch. Ist nochmal New York. Ja, genau, dann ist die Wall Street und dann kann man nochmal heulen. Meistens. Ja. Oder es geht um. Frau Ferssel, alles Gute, vielen Dank, vielen Erfolg für das Buch, meine Damen und Herren. Jetzt läuft hier auf Sat 1 der sensationelle Film George und Leo. Ist das so? Ja, das läuft jetzt hier. George und Leo, dranbleiben. Und morgen haben wir zwei großartige Gäste, nämlich die Königin des Talks am Nachmittag, Birte Karalus, und den netten Nazi aus der Lindenstraße, Martin Rickelt. Bis morgen Abend, danke. Tschüss.